Ja, guten Abend. Wir haben uns sehr gefreut, als wir eingeladen wurden, hier einen kleinen musikalischen Beitrag zu leisten zur Ausstellungseröffnung und zur Lesung der Anne Rheinfrank-Preisträgerin. Wir haben Sachen von Anne Rheinfrank-Texte schon sehr früh vertont. Mundarttexte waren das ausschließlich. In den letzten Jahren sind noch anlässlich einer Hör-CD mit Anne Rheinfranks Werken sind noch Lyriktexte dazugekommen, also hochdeutsche Texte. Und wir beginnen jetzt erstmal mit der Ballade von der Verarmung der haitischen Kultur. Also hier ist Hochdeutsch und Dialekt verschränkt. Und danach gibt es ein Pfälzer Original zu bewundern, nämlich der Udl. Aber jetzt erstmal die Ballade der Verarmung der haitischen Kultur. Och, was hätt als junger Bube selber mal die Schul mir geschwänzt und sind in die Gärten nimmer und hätt dort die Äppel gestrenzt. Frische Gäler riebscher Hämmer rausgerissen aus dem Boden und mit Babstrau alles gefressen. Zucker süß waren die Karotte. Atomale grüne Rolle hämmer abgerobbt und gestohlen. Und der Feldschitz hat getobt, er werde hinnere uns versohlen. Doch die Drohung war platonisch, weil der Mann als ihn verlitt. Mit dem Holzbeer hat nie einer von uns lauser wirklich gritt. Ihr Vandale kehrt ins Zuchthaus, hat er geflucht und heit, ihr Männer, sind ihr brav Familienväter und im Zuchthaus sitzt da Kenner. Unsere Kinder gucken Fernseh, wo's mit Raub und Mord hergeht. In der Krimis, dass das H.M. Kerze grad zum Himmel steht. Mit Pistole tun sie spielen, das ist jetzt so neue Mode. Und wo sollen sie Äppel strenzen? Kennen ihr mir das Verrode? Wohnglitz stehen auf der Gärte, überall bloß Baue, Baue. Bixen Obst kennen sie sich auch nicht, aus dem Supermarkt grad glaue. Oh Männer, die Kulturverarmung ist komplett und ist total. Als wir Buben Äppel gestrenzten, war die Menschheit noch normal. Oh Männer, die Kulturverarmung ist komplett und ist total. Als wir Buben Äppel gestrenzten, war die Menschheit noch normal. Normal, 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 normal. Als wir Buben Äppel gestrenzten, war die Menschheit noch normal. Vielen Dank. Jetzt kommen wir, wie gesagt, zum Udl, einem von vielen Pfälzern. Wann andere schlafen in der Nacht, der Udl singt und pfeift. Rundum in seiner Nachbarschaft kein Mensch sowas begreift. Die batschen bloß die Fenster zu, der Udl wundert sich. Warum sind die nicht wach wie ich? Ich schlaf am Bürotisch. Hat er Haus gebaut, die Leinschütteln, die Kipp. Mit allem, was dazugehört, sogar ein Wendeltrepp. Ist mehr beim Udl zu Besuch, zeigt er stolz sein Besitz. Und noch kein Penning abbezahlt, das ist ja grad der Witz. Ein Pelzerbu, den haut so schnell nix um.
Wenn es sich um was Ernstes dreht, sagt er, jo, Allah, komm. Wir machen noch ein Fläschel auf und schenken einer ein. Die Leute sind dabisch, aber wir haben Pilzerwein. Die Braut steht auf der Kirchentreppe schon länger als eine Stunde. Sie zittert wie ein Espenbaum, weil bloß kein Otel kommt. Der Pfarrer sagt, Geduld, mein Kind, glaub mir's, ich kenn mich aus. Wenn er erst einer Simse hat, schmeißt ihn der Wert schon aus. Man andere schlafen in der Nacht, der Ottel singt und pfeift. Rundum in seiner Nachbarschaft, da kein Mensch so was begreift. Die batschen bloß die Fenster zu, der Ottel wundert sich. Warum sind die nicht wach wie ich? Ich schlaf am Bürotisch. Vielen Dank. Der nächste Song, das nächste Gedicht von Anne-Rein Frank, trägt den Titel Ich kann die Erde nicht verstehen und ist vom März 1998. Ich kann die Erde nicht verstehen, die allem Lebenden die Brüste reicht. Ich kann die Erde nicht verstehen, die allem Lebenden die Brüste reicht. Danach lässt sie es sang- und klanglos untergehen, ohne dass Mitleid sie jemals erweicht. Wir sind wie Abgestürzte in den Schluchten der Weltwahrheit voll Suche nach dem Sehen. Wir sind wie Abgestürzte in den Schluchten der Weltwahrheit voll Suche nach dem Sehen. Gesegnet sind wir, gleichen doch Verfluchten, wie Sisyphos vor stetem Neubeginn. Das Leben einem Mensch zu sehen, zum Überdenken reicht ihm nie
Zeit. Viel gibt das Leben einem Mensch zu sehen. Zum Überdenken reicht ihm nie die Zeit. Denn weiter geht's, keiner bleibt stehen. Wir wechseln nicht die Herzen, nur das Kleid. Und loben wir das Mitleiden als Gabe, die uns mit Liebe prägt, so sei bedacht. Und loben wir das Mitleiden als Gabe, die uns mit Liebe prägt, so sei bedacht. Warum die Erde selbst davon nichts habe, aus sonderlichem Lehm sind wir gemacht. Vielen Dank, der dritte, beziehungsweise der vierte, der zweite und unser letzter Song, unser vierter Song insgesamt, ist der Kreuzberg Blues, ein Gedicht von Anno auch, aus dem Buch Im Garten der Verrückten. Das ist 1999 erschienen und auch Bestandteil von unserem Anno Rhein-Frank Hörbuch auch. Lass eine weiße Wolke noch vorüberrollen, vom Frühlingshimmel zart und blau. Bevor wir Abschied nehmen wollen, die nächste Wolke ist schon grau. Dächer fallen unter ihren Schatten und jeder Ziegel deckt ein Stückchen Dunkelheit. Die guten Zeiten, die wir miteinander hatten, sind unerreichbar weit. Ich treibe meiner letzten Liegestätte zu. Es wird ein atemloses, starres Liegen sein. Der Himmel schenkte mir dein zartes Du. Der Tod ist wahr, der Rest war Schein.